nhỏ thành thật, thành thật và thanh minh rằng trước hết toàn thể anh chị em chúng tôi nhận xét gần đây chấp hành của chính quyền địa phương được tăng gia sản xuất. Major Vietro, V I E T D R U N G, Officer of the Propaganda and Newspaper Section of the Political Department of the Liberation Armed Forces. Was Sie jetzt sehen werden, ist ein Augenzeugenbericht, eine ganz nüchterne Schilderung von Erlebnissen. Und ich habe nicht die geringste Absicht, im einen oder anderen Sinne diesen Bericht ideologisch aufzubereiten oder zu würzen. Die Vietnamesen sind lang genug von außen beeinflusst worden. Jetzt müssen sie ihr eigenes Schicksal in die eigenen Hände nehmen und niemand kann ihnen dabei mehr helfen. Aber zu Beginn möchte ich eines richtigstellen. Es ist behauptet worden, wir hätten unseren Übergang zum Vietcong vorher arrangiert und in Szene gesetzt. Wir seien freiwillig hinübergegangen. Und diese Behauptung ist völlig falsch. Wer Südvietnam ein wenig kennt, der weiß, dass die Straße 13, wo wir zum Vietcong übergegangen sind, der ungeeignetste Platz für ein solches Manöver wäre. Bevor wir jetzt zur Schilderung unserer 8 Tage beim Vietcong übergehen, will ich nur kurz erklären, warum wir uns so für die Straße 13 interessiert haben. Die Straße 13, die von Saigon nach Norden in Richtung auf die kambodschanische Grenze führt, war uns aus dem Frühjahr 1972 bekannt. Damals hatten die Truppen des nordvietnamesischen Oberbefehlshabers General Giap versucht, einen Keil bis in die Umgebung von Saigon vorzutreiben. Aber diese teilweise mit Panzern vorgetragene Offensive blieb unter den Bomben der amerikanischen Luftwaffe stecken. Die eingekreiste Provinzhauptstadt An Loc konnte sich behaupten, die Südvietnamesen traten nach einigen Wochen zum Gegenangriff an. Doch auch die Eliteeinheiten Saigons konnten nach einigen Anfangserfolgen die Lage nicht wenden, obwohl die amerikanische Luftwaffe und die eigene Artillerie ein Feuer von unvorstellbarer Intensität auf die kümmerlichen Erdlöcher des Vietcong konzentrierte. Ein paar dieser Bunker wurden erobert. Wir begleiteten damals die Südvietnamesen des Präsidenten Thieu bis in ihre vordersten Stellungen, die nur 8 Kilometer von der eingeschlossenen Festung An Loc entfernt waren. Aber dann kam die 5. Saigoner Division nicht mehr vom Fleck. Angesichts des Bomben- und Granathagels, der an dieser Stelle auf den Vietcong und die Nordvietnamesen niederging, musste man sich fragen, wie sie unter dieser Feuerlawine überhaupt aushalten und überleben konnten. Bis zum Inkrafttreten des Waffenstillstands in Südvietnam konnte die kommunistische Seite ihre Situation wieder verbessern und die Frontlinie etwa 20 Kilometer nach Süden in Richtung auf Lai Ke vorverlagern. Sinn und Zweck meines diesjährigen Ausflugs auf der Straße 13 war es zu erkunden, wie heute, mehr als ein Jahr nach der großen nordvietnamesischen Offensive, die tatsächlichen Positionen der beiden Bürgerkriegsparteien in diesem Raum nördlich Saigons verlaufen. An jenem Morgen vor unserer Festnahme waren wir in aller Frühe von Saigon aus aufgebrochen, auf jener Straße 13, die Sie hier auf der Karte sehen. Wir waren nach Norden gefahren. 3 Tage zuvor war ein italienischer Kollege von La Stampa in der gleichen Richtung gefahren und er hatte uns gesagt, dass man ohnehin hinter dem südvietnamesischen Stützpunkt Lai Ke aufgehalten und gestoppt würde. Wir sind an Lai Ke vorbeigefahren, wir haben auch südvietnamesische Soldaten gesehen, aber niemand hat uns aufgehalten. Später hat uns ein südvietnamesischer Offizier gestanden, dass man uns aller Vermutung nach für Angehörige der Internationalen Kontrollkommission gehalten hatte. Wir sind also weitergefahren, die Landschaft wurde plötzlich leer, wir sahen nur noch Wracks von Panzern und von ausgebrannten Lastwagen
Und plötzlich, ganz unerwartet in dieser verwüsteten Landschaft, sahen wir ein großes Tor. Und zwar war auf diesem Tor aus Bambusrohren und aus Wellblech die Fahne des Vietcong, der Nationalen Befreiungsfront, abgebildet. Und daneben klapperte eine Friedenstaube aus Blech. Ich habe sofort anhalten lassen und habe den Kameramann aufgefordert, die Kamera rauszuholen. Und ich wollte dort einen Kommentar sprechen vor diesem Hintergrund. Ich ließ aber schon die Wagen wenden, um sofort nach Saigon zurückfahren zu können. Aber während wir diese Vorbereitungen trafen, kamen auf einmal die kleinen grünen Männer, wie man die Partisanen des Vietcong in Saigon nennt, aus dem umliegenden Gebüsch hervor. Und höflich, aber bestimmt forderten sie uns auf, nach Norden mit ihnen zu kommen. Dort in einem Kontrollpunkt wurden wir mehrere Stunden lang festgehalten. Wir wurden auch verhört, was schwierig war, weil sie keinen Dolmetscher hatten. Und man sagte uns, man wüsste ja gar nicht, ob wir Journalisten seien. Wir könnten ja auch Agenten des amerikanischen Nachrichtendienstes CIA sein. Wir hatten noch ein Foto, das, was Sie hier sehen, von dem Torbogen nehmen können. Aber dann wurden uns sämtliche Apparate beschlagnahmt, allerdings gegen Abgabe einer Quittung von Seiten des Vietcong. Und nach einigen Palaver und einigen weiteren Stunden des Wartens wurden wir dann in den Abendstunden nach Westen abgeführt, unter schwerer Bewachung, in Richtung auf ein Dschungellager der Partisanen. Das Dschungellager der Soldaten der Nationalen Befreiungsfront von Südvietnam, wie der Vietcong offiziell heißt, war durch Posten umstellt und gut abgesichert. Aus der Luft war es nicht zu erkennen. Wir befanden uns dort zunächst unter strikter Bewachung, 7 Kilometer westlich des Ortes unserer Festnahme. In südlicher Richtung verlief die Front nur 3 bis 4 Kilometer entfernt. Es handelte sich also um eine vorgeschobene Etappenstellung der Partisanen, die alle 8 Tage aus den vordersten Stellungen hierhin abgelöst werden. Nicht so sehr das militärische Training beeindruckte uns von der ersten Stunde an, sondern die fast pausenlose ideologische Schulung der Soldaten. Wir befanden uns bei einer Eliteeinheit, die sich ausschließlich aus Nordvietnamesen zwischen 19 und 26 Jahren zusammensetzte. Teilweise standen diese jungen Leute schon seit 7 Jahren im Einsatz im Süden und hatten seitdem weder ihre Familien noch ihre Bräute gesehen. Ihre Briefkorrespondenz mit der Heimat war spärlich. Dennoch sangen sie unverdrossen und mit Begeisterung ihre Kampflieder, worin die Befreiung des Südens gefordert wird, wovon Mut, Frohsinn und Vaterlandsliebe die Rede ist. Denk nicht an dein Leben, wenn du den Imperialismus bekämpfst, heißt es in dem Lied. Und ferner, unser zweigeteiltes Vaterland ist vom Mekong bis zu den Bergen des Nordens nur eine Nation. Hervorragend getarnt leben die Soldaten in Bambushütten. Ein gewaltiger Fortschritt gegenüber der Zeit vor dem Waffenstillstand, als sie wochenlang, Tag ein, Tag aus, in ihren unterirdischen Fuchshöhlen Schutz vor den amerikanischen Bomben suchen mussten. Seit dem Pariser Abkommen ist diese Armee buchstäblich aus dem Boden herausgekrochen. Es waren 2 lange Tage des Wartens nach unserer Festnahme, bis unsere Eigenschaft als Journalisten festgestellt wurde und ein Beauftragter der Befreiungsfront mit ausreichenden Vollmachten und französischen Sprachkenntnissen uns erreichte. Den Tee, den man uns brachte, trank ich aus einem Kännchen.